Hallo und willkommen zum letzten Video in der Videoserie über die Binomialverteilung. Gratuliere, du hast es geschafft! Du solltest aus den vorherigen Videos bereits wissen, welche Komponenten es bei der Binomialverteilung gibt, und heute schauen wir uns die Kenngrößen der Binomialverteilung an. Wir beginnen mit dem Kästchen mit dem Titel Kenngrößen der Binomialverteilung. Und da heißt es, x ist eine binomial verteilte Zufallsvariable mit Parametern n und p. Der Erwartungswert von x ist, e von x ist gleich, μ ist gleich n mal p. Was kann man sich darunter vorstellen? Der Erwartungswert ist jener Wert, den wir uns bei genügend großer Anzahl an Wiederholungen erwarten können. Das heißt jetzt nicht, dass wir zwingend genau diese Zahl jedes Mal erreichen werden, aber das ist der Wert, den wir erwarten können. Schauen wir uns das vielleicht anhand eines Beispiels an. Wir spielen mit einem fairen sechsseitigen Würfel, der 42 Mal geworfen wird. Die Zufallsvariable x beschreibt die Anzahl der Fünfer, die wir würfeln. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für unseren Fünfer beträgt 1/6 und die Wiederholungen n ist gleich 42. Wir setzen in die Formel ein und erhalten 7. Das heißt von der Interpretation her, dass wir 7 gewürfelte Fünfer erwarten dürfen. Die Varianz von x ist, v von x ist gleich Sigma Quadrat ist gleich n mal p mal 1 minus p. Was können wir uns darunter vorstellen? Ich habe uns das grafisch dargestellt. Für die Wahrscheinlichkeit von 0,1 erwarten wir uns diese Verteilung. Für die Wahrscheinlichkeit von 0,3 diese. Und für 0,5 haben wir die symmetrische Verteilung um den Wert 50 bei 100 Wiederholungen jeweils. Wir sehen, die Werte liegen bei Wahrscheinlichkeit von 0,1 deutlich näher zusammen als zum Beispiel bei der Wahrscheinlichkeit von 0,5. Die Varianz bei 0,5 ist größer. Und jetzt zur Sternaufgabe. Für welches p ist v von x am größten? Also für welche Wahrscheinlichkeit haben wir die größte Varianz? Für die größte Varianz müssen wir die Wahrscheinlichkeit von 0,5 auswählen. Das kannst du mit Differentialgleichung überprüfen bzw. beweisen. Geht natürlich auch mit der Scheitelpunktform. Drittens, die Standardverteilung Sigma von x ist. Sigma ist genau die Wurzel aus der Varianz und hat von der Interpretation her dieselbe Aussagekraft. Und jetzt zum letzten Kästchen, die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen. Die Zufallsvariable x nimmt die Werte 0, 1, 2 bis 10 mit den folgenden Wahrscheinlichkeiten an. Berechne die Wahrscheinlichkeit von x kleiner gleich 3, die Wahrscheinlichkeit von x größer 8 und die Wahrscheinlichkeit von 3 kleiner x kleiner gleich 7. Zweitens, begründe, warum x nicht binomial verteilt sein kann. Bitte nimm dir hier kurz Zeit, überlege dir deine Ansätze für diese Beispiele, notiere deine Überlegungen und vergleiche mit mir in ein paar Minuten. Gut, ich habe in der Zwischenzeit unsere Wahrscheinlichkeiten ergänzt. Die Wahrscheinlichkeit von x ist kleiner gleich 3 ist 17,5%. Woher kommt diese Zahl? Nachdem die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich 3 bedeutet, die möglichen Lösungen für unser erfolgreiches Ergebnis sind x ist gleich 0, x ist gleich 1, x ist gleich 2 und x ist gleich 3, dürfen wir sie zusammenrechnen. Also 17,5. Ebenso mit x ist größer als 8, da erhalten wir 2,5% und zwischen 3 und 7 erhalten wir 75%. Wieso kann das jetzt nicht binomial verteilt sein? Die Werte sind symmetrisch zum Wert x ist gleich 5. Wenn du hier jeweils die Werte in der Tabelle vergleichst, haben wir links und rechts jeweils immer symmetrische Werte um 5. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit muss, wie wir schon oben gehört haben, genau 0,5 entsprechen. Wenn wir jetzt einen speziellen Wert auswählen, zum Beispiel den Wert für 0, erhalten wir die Wahrscheinlichkeit 0,5% aus der Tabelle. Also, wenn wir das in unsere binomial verteilte Formel einsetzen, haben wir 10 über 0 mal 0,5 hoch 0 mal 1 minus 0,5 hoch 10. Und da kommt 0,097% raus und das entspricht eben nicht unseren 0,5% aus der Tabelle.